Hallo und willkommen zu einem neuen Video mit mir, Scott Wade Wilson. Und heute und in diesem Video erfährst du alles, wie du 2020 einen YouTube-Kanal startest. Das wird eines der informationsreichsten Videos jemals. Das ist so vollgepackt mit allem, was du wissen musst, wenn du einen erfolgreichen Kanal aufbauen möchtest. Das geht von: Welche Kamera brauchst du? Welche Videos sollst du drehen? Wie wächst du sehr schnell auf YouTube? Wie wirst du schnell groß? Wie kannst genau du Geld verdienen auf YouTube? Ist es 2020 eigentlich zu spät, einen YouTube-Kanal zu starten? Dann gibt es sogar gegen Ende des Videos noch 12 Geheimtipps für dich. Aber das Allerwichtigste kommt ganz am Ende, also bleib dran, schau dir das ganze Video an. Die ganzen Infos zu all diesen Fragen gibt es jetzt und hier nach dem Intro. Ich wünsche dir sehr viel Spaß damit. Los geht es. Du bekommst hier wirklich die besten Tipps. Wir fangen an mit: Welche Kamera sollst du kaufen oder verwenden? Nun, das kommt natürlich am Anfang ganz auf deine Nische drauf an, und das verbindet schon diese Überschrift mit der nächsten, nämlich: Welche Videos sollst du machen? Es gibt nicht diese Kamera für alle Kanäle, sondern es gibt diese Kamera für einen speziellen Kanal und es gibt die andere Kamera für den anderen Kanal. Was meine ich damit? Es ist so wichtig, und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Du musst unbedingt eine Nische finden. Was ist eine Nische? Eine Abteilung, um die deine Videos gehen. Zum Beispiel: Einer ist Surfer und macht Wassersport. Der andere ist Fotograf und macht Videos über Fotografie, Tutorials, wie er selbst fotografiert. Du weißt, worauf ich hinaus will, und so weiter. Auch das gibt's, habe ich schon gesehen. Manche machen über Schlümpfe Figuren Kanäle und Videos und verdienen damit den Lebensunterhalt. Auch das gibt es. Zuerst, warum ist das wichtig? Ein großer Fehler, enorm wichtig. Mische nicht die Videos. Manche machen irgendwelche Videospiele, dann zeigen sie, wie sie trainieren gehen, dann zeigen sie wieder irgendwas vom Alltag, was anderes, dann zeigen sie, wie sie in Urlaub fahren. Das verwirrt die Leute zu 1000%. Wenn ich auf deinen Kanal komme und ich interessiere mich zum Beispiel für Urlaubsvideos, weil du Urlaubsvideos machst, und dann sehe ich plötzlich, du machst irgendwelche anderen Videos, ja, abonniere ich nicht mehr, weil ich bin hier für die Urlaubsvideos. Du merkst also, wie wichtig eine Richtung ist. Wie findest du deine Richtung? Dazu kommen wir auch noch. Aber zuerst mal: Welche Kamera? Machst du Action, Wassersport und so weiter, Adventure? Ja, dann brauchst du eine Kamera wie eine GoPro, die muss wasserdicht sein. Da sollen deine Zuseher, Abonnenten und Fans sehen, wie du im Wasser surfst oder wie du schwimmst, egal was. Aber diese Kamera muss was aushalten. Da bringt's nichts, wenn du eine filigrane Kamera hast, die was beim ersten Hauch kaputt ist oder beim ersten Wassertropfen. Das ist natürlich wieder was, was du verwenden kannst, wenn du zu Hause Videos machst, so wie ich hier. Wenn du nur Tutorials machst, dann sieht die Kamera schon wieder ganz anders aus. Brauchst du eine High-End-Kamera, eine qualitativ extrem hochwertige, teure? Da sind wir wieder bei demselben Thema. Wenn zum Beispiel ich einen Kanal über Fotografie und Videografie habe, wie würde es da aussehen, wenn ich alles mit dem Handy drehe? Das nimmt mir niemand ab. Dann brauchst du eine teure und wirklich eine gute Kamera. Aber nicht, jetzt nehmen wir noch eine andere Nische her, weil du vielleicht extrem gut Geschichten erzählen kannst, vorlesen kannst und das eigentlich zu einem Markenkennzeichen wird, dann reicht jede beliebige Kamera, auch ein Handy, denn dann sind die Leute wegen dir da, wegen den Stories, die du vorlest, und dann interessiert es die Leute weniger. Oh, ist jetzt der Hintergrund unscharf, oh, aber da oben dieses Farbspektrum gefällt mir nicht. Das ist bei den Fotografen und Videografen so, aber nicht bei jemandem, der zum Beispiel Geschichten vorliest. Du merkst also, es gibt keine Kamera, die ich dir empfehlen kann, das kann auch niemand. Es ist so speziell für das Thema, das du angehst. Aber der beste Tipp hier: Die Kamera, die du jetzt gerade hast, ist die beste Kamera, um auf YouTube zu starten. Extrem wichtig. Übrigens, das ganze Equipment, was ich verwende für alle meine YouTube-Videos, die du auf meinem Kanal siehst, habe ich unten verlinkt. Kannst du gerne schauen. Ja, sind Affiliate-Links, da kommen wir später dazu. Wie verdient man auf YouTube Geld? Zum Beispiel mit solchen Links. Du klickst drauf, bekommst den Bestpreis auf Amazon und ich verdiene ein paar Cent. Kommt alles später noch. Also recherchiere, hier kannst du auch viel auf YouTube suchen. Welche Kamera ist für mich geeignet? Was willst du tun? Und was ist die richtige Kamera für dich? Das ist wirklich der beste Tipp, den ich dir hier geben kann. Noch extrem wichtig ist auch der Hintergrund. Ich sehe es so oft auf YouTube, ich schalte ein Video ein und dann ist im Hintergrund das eigene Bett, in dem man wahrscheinlich gerade geschlafen hat und aufgestanden ist. Das ist nicht mal gemacht und du denkst dir: Okay, du kannst oder willst nicht mal dein Bett machen und zeigst mir das hier als Hintergrund. Nächstes Video. Leider ist YouTube so beinhart, aber ehrlich, wer mag sowas sehen im Hintergrund? Das soll schön ausschauen. Stell dir vor, du schaust eine Fernsehsendung, Nachrichten oder sonst was und dann siehst du irgendein, ja, schmuddeliges Bett da im Hintergrund. Niemand will das.
such dir was Schönes aus. In meinem Beispiel ist es so, dass ich das, was mir gefällt, ich schaue gerne Filme, hier aufstelle in den Regalen. Ich mag gerne Nerf Guns und so weiter und ich bin ein riesen Deadpool-Fan. Das passt zu mir, das passt zu meiner Marke, zu meinem Namen, zu dem, was ich hier verkörpere. Dann, deine Videos sollten wirklich interessant sein, einen Mehrwert bieten und die Zuschauer binden. Denn du möchtest nicht folgendes Szenario haben. Ja, heute mache ich ein Video und ich erkläre, wie du einen YouTube-Kanal starten kannst. Nein, sei nicht dieses Mädel oder dieser Junge, der so redet, das kann sich keiner anschauen, keine 5 Minuten. Es ist auch wichtig und das kommt mit der Zeit. Übe, 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 die ersten Videos werden schlecht sein, du wirst besser, aber übe. Lauter werden, Dynamik aufbauen, wieder etwas leiser werden, auch ruhig gestikulieren, artikulieren und alles, das macht das Video viel interessanter und es muss was passieren. Der Zuschauer sollte eben gebunden werden. Solche Videos sollst und musst du machen, wenn du erfolgreich werden möchtest. Und jetzt etwas, was ich nicht oft genug erwähnen kann. Wir haben das Jahr 2020. Dein Gesicht will man sehen, man will dich sehen, deine Stimme hören. Auch das Schlimmste, was ich mir jemals auf YouTube immer anschauen kann, wenn ich ein Video öffne und du siehst keine Stimme, keinen Menschen dazu und jemand tippt den Text in ein Tutorial ein und jetzt öffnen sie Photoshop und jetzt öffnen sie dieses Programm. Nein, da wirst du wirklich keinen Erfolg haben. Also du musst dich überwinden, vor die Kamera zu treten. Übe das, das schaffst du. Meine ersten Videos waren auch extrem. Es war fast, als wäre ich gelähmt vor der Kamera. Ich konnte nicht reden. Jetzt wird das immer besser und auch du kannst das. Das kann jeder. Üben, üben, üben und du wirst perfekt darin. Ich sagte natürlich auch die nicht negativen Seiten, aber das, was vielleicht nicht so schön ist. Du musst viel lernen. Sieh dir jeden Tag mindestens ein Tutorial an, wie du gute Videos machst. Da ist YouTube voll damit. Und schau, dass du dich immer verbesserst. Das heißt, du schaust dir ein Video an, wie schneide ich ein Video. Auch hier habe ich zum Beispiel, kann ich dir zeigen. Oh ja, und jetzt sitze ich hier, weil das Video so informationsreich vollgepackt ist, dass mittlerweile sogar mein Scheinwerfer, mein Studio-Licht überhitzt und ich es auskühlen lassen muss. Red Bull. Nicht gesponsert. Ich habe hier zum Beispiel ein Einstiegsvideo verlinkt, wie du Adobe Premiere, eine Schneidesoftware, ganz easy lernst die ersten Schritte. Es gibt auch viele andere Programme, die du verwenden kannst. Mach dich da schlau, lerne immer dazu, schau dir Tutorials an, das ist absolut notwendig. Der letzte Punkt noch zu, welche Videos sollst du machen, wie sollst du die Videos machen. Der Ton ist auch sehr wichtig, deswegen habe ich upgegradet zu einem neuen Mikrofon, das ich jetzt gerade verwende. Ich hoffe, man hört den Unterschied, es ist das erste Mal, dass ich es einsetze, ich hoffe wirklich. Aber da schaue ich auch, dass sich immer was verbessert und das ist, ja, essentiell. Das Wort klingt so offiziell und wichtig, deswegen verwende. Ja, auf diesen Punkt hast du wahrscheinlich auch schon gewartet, wie wächst du schnell auf YouTube? Zuerst mal, das hört sich so einfach an, aber niemand macht das, sondern alle denken viel zu viel nach. Starte! Melde heute noch deinen YouTube-Kanal an. Wenn du dieses Video siehst, wenn du es fertig geschaut hast, melde dich an bei YouTube, ist nicht schwer. Brauchst ein Google-Konto, anmelden und hast einen YouTube-Kanal. Starte, 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 der erste Schritt und dann setz einen Schritt vor den anderen, nach den anderen, damit du vorwärts kommst. Wir hatten den nächsten Punkt vorher schon, nämlich such dir eine Nische, keinen weit gestreuten Content. Wenn du für alle Videos machen möchtest, magst du für niemanden Videos. Das ist nun einmal so. Ton- und Videoqualität. Sehr wichtig. Handys machen heutzutage auch schon Top-Videoqualität. Auch die funktionieren. Aber schau, dass das wirklich nach was aussieht und nicht irgendwie verschwommen ist, unscharf ist. Das ist Misserfolg auf YouTube. Die Videos sollen schön und gut ausschauen. Story, Story, Story. Auch hier muss ich noch an mir selbst arbeiten, an meinen Vlogs und so weiter, dass ich mehr Geschichte, mehr Story reinbringe. Was passiert, wenn ich zum Beispiel, oder wenn du einen Vlog-Kanal machen möchtest? Okay, ich hole mir jetzt ein Red Bull und nehme den Prozess auf, gehe in das Geschäft, zahle. Okay, oh, schmeckt gut. Und was gehen wir heute an? Der nächste Schritt, du siehst die Füße, du gehst zum nächsten Geschäft, zur nächsten Location, zur nächsten Action. Und da bringst du Story rein. Nicht einfach, jetzt trinkst du einen Red Bull und dann die nächste Szene, du siehst nicht, wie du dorthin kommst, ja, dann redest du dort was. Nein, Action geladen, Storytelling, so wichtig, muss ich eben auch noch selbst viel mehr machen in meinen Videos. Dann wächst du natürlich auch schneller, wenn du deine Videos überall verteilst, Facebook und so weiter, auf deinen Social Media Kanälen. Und das ist auch sehr wichtig, denn so wird man natürlich auf dich aufmerksam. Aber wie du das genau machst und mit ein paar Tricks, die Geheimtricks und Tipps kommen ja später noch, da gehe ich noch genauer drauf ein. Absolut.
Blut. Nimm dir hier bitte jeden Punkt zu Herzen, denn die sind echt so wichtig. Thumbnails, das heißt das kleine Bild, bevor man noch das Video angeklickt hat, das man sieht, das soll einen dazu bringen, dass man draufklickt. Wie wichtig ist es, wenn du irgendwo hingehst und dir ein Video aussuchen müsstest nach dem Coverbild und du weißt eigentlich nichts über die Story? Das macht so viel aus, sieht das cool aus, nimmst du es schon mal aus dem Regal, wenn etwas schön aussieht. Würdest du ein Video anklicken, das einfach nach nichts aussieht, langweilig aussieht, oder klickst du auf das Video, wo das Thumbnail, das Titelbild quasi extrem, ja, wie soll man sagen, spannend aussieht und du wirst neugierig, da klickst du drauf. Hinter dem Video mit dem hässlichen Thumbnail könnte das beste Video auf ganz YouTube sich dahinter verstecken. Aber ich klicke nicht drauf, du klickst nicht drauf. So enorm wichtig, das ist Marketing für deine Videos. Gestalte die Thumbnails und investiere da sehr viel Zeit. Ja, hier hauen wir die Tipps nur so raus. Und Uploadplan. So wie ich es mache, jeden Mittwoch, jeden Sonntag ein Video und da fährt die Eisenbahn drüber. Da arbeitest du dafür und dein Publikum kann sich drauf verlassen. Die freuen sich schon, da und da kommt das Video. Und ja, schreib dir das zusammen, kannst auch einen Kalender machen, wann du welches Video veröffentlichst. Die YouTube-Tags richtig wählen. YouTube ist eine Suchmaschine, gehört ja auch zu Google, die zweitgrößte Suchmaschine nach Google. Du hast die Möglichkeit, Tags einzufügen, Schlüsselwörter, nach denen die User suchen. Und gib diese wirklich immer ein, denn das ist sonst verschenkt. Du hast 500 Zeichen frei, was du hier eingeben kannst, was User suchen würden. Also das nicht missen. Macht so einen großen Teil aus, dass du überhaupt gefunden wirst, dass deine Videos gefunden werden. Das nächste, wir kommen noch dazu, wie du Geld verdienst, aber mache die Videos nicht aus dem Grund, weil du mit YouTube Geld verdienen willst. Das wird in die Hose gehen und das verspreche ich dir. Wenn deine Motivation, dein Antrieb ist, Geld zu verdienen auf YouTube, das wird nichts. Auch wenn du es mir nicht glaubst, wenn du es magst, du wirst es leider ja schweren Herzens selbst erfahren müssen. Das nächste ist wahrscheinlich selbstredend, aber auch das sehe ich immer, dass es nicht gemacht wird. Ein Top-Profilbild und ein Top-Banner. Bist du selbst nicht Fotograf oder kannst du mit Kameras nicht so gut umgehen? Frag jemanden in deinem Bekanntenkreis, der oder die gute Fotos macht. Und das sollte ja auch zu deinem Branding, zu deiner Marke, zu deinem Kanal dazugehören, dass das einheitlich und schön aussieht. Sehr, sehr, sehr wichtig. Dann schlage andere Kanäle, indem du noch postest, wenn die anderen schon längst aufgehört haben. Es zahlt sich aus, wenn du fleißig bleibst. Auch so überholst du andere Kanäle. Dann ein richtig guter Trick. Wenn du Videos auf Facebook teilst, mach es so wie folgt. Du schneidest zuerst einen Teaser zusammen, ladest den auf deiner Facebook-Seite hoch und postest dann erst den Videolink in den Kommentaren. Denn Facebook mag es überhaupt nicht, wenn du direkt Leute zu YouTube schickst. Und somit hast du ja ein Facebook-Video kreiert, was ein kleiner Teaser, ein kleiner Trailer ist, und Facebook promotet die eigenen Sachen lieber als externe, und in den Kommentaren wird das nicht so sehr gewertet, wenn da dann der YouTube-Link drinnen ist, und Facebook zeigt es dadurch mehreren Leuten an, als wenn du direkt in deinen Status diesen Link von YouTube reinpackst. Ein kleiner Trick. Gern geschehen. Dann für viele ist das sicher der Höhepunkt. Wie kannst du denn auf YouTube Geld verdienen? Muss ich leider gleich enttäuschen. Am Anfang gar nicht und überhaupt nicht. Aber wir hatten das vorhin. Wenn das deine Motivation ist, dann kannst du sowieso gleich bleiben lassen. Und so ehrlich muss ich hier an dieser Stelle einfach sein. Rechne damit, wenn du wirklich fleißig dabei bleibst, dich ständig verbesserst, dass du vielleicht ein bisschen Taschengeld in 2 Jahren verdienst, wenn überhaupt. Haupt, wenn du damit leben kannst, dann ist YouTube was für dich. Aber, und jetzt kommt das Positive, wird dein Kanal richtig groß, was durchaus passieren kann, dann kannst du jede Menge Geld damit verdienen. Mit Affiliate-Links, du kannst deine eigenen Produkte bewerben, verkaufen, über deine Website verkaufen, was das ist, das kann alles sein. Wenn du wirklich groß wirst, die Firmen kommen automatisch zu dir, fragen wegen gesponserten Videos, die geben dir Geld, wenn du Produkte vorstellst und so weiter, dann kommt das Ganze ins Rollen. Aber es ist natürlich nicht so leicht, groß zu werden. Also zu diesem Punkt schlussendlich, ja, man kann auf YouTube, wenn man es schafft, richtig großes und gutes Geld verdienen. Nun ist es denn 2020 zu spät, einen YouTube-Kanal zu starten? Absolut nicht. Es hat so viele Vorteile. Du kannst dir mittlerweile so viel von anderen YouTubern anschauen, nachmachen. Nicht direkt nachmachen, nicht kopieren die Persönlichkeit oder sonst was, aber einige Kleinigkeiten, wie die quasi wachsen, da kannst du dir selbst abschauen und selbst an deinem Kanal anwenden. Großer Vorteil, und du kannst sogar versuchen, deine Videos noch besser zu machen. Man könnte ja denken, ja, sagen auch viele, nein, 2020 unmöglich auf YouTube noch Erfolg zu haben, ist alles voll, es gibt schon alles. Ja,
Es gibt auch genügend Mechaniker. Es gibt auch genügend Zahnärzte. Es gibt in jeder, nicht in jeder Berufssparte genügend Leute. Natürlich ist das auch sehr unterschiedlich, aber Friseure und alles das, das gibt es auch unendlich viel. Also im normalen Berufsleben hast du dieselben Challenges, als wenn du auf YouTube groß werden möchtest, denn es gibt da alles und dort alles. Sagst du, nein, ich gehe nie arbeiten in meinem Leben, weil 2020 geht das nicht mehr, es gibt schon alle Jobs? Bist du auch 2020 als Persönlichkeit interessant genug, dann wollen die Leute deine Videos schauen, egal wie voll YouTube ist und egal welches Jahr wir haben. Du musst nur gefunden werden auf YouTube. Also beachte die Punkte, die ich eben vorher am Anfang des Videos erwähnt habe, wie du wächst und groß wirst auf YouTube. Sieh dir mal meinen Kanal an. In 4 Monaten, und das ist wirklich nicht schlecht, habe ich Videos, die über 5000 Klicks haben, ein anderes hat über 3000 Klicks, ein paar haben über 500 Klicks und fast jedes ist über 100 Mal angesehen worden. Ich habe mittlerweile 16.000 Stunden Watchtime. Nicht Watchtime, sondern Views. 16.000 Mal sind meine Views angeklickt worden und über 1.000 Stunden Watchtime. Das heißt, würdest du alle meine Videos immer wieder in Schleife anschauen, 24 Stunden ohne Schlafen, brauchst du, glaube ich, etwa 40 Tage, bis du damit fertig bist. So oft sind in 4 Monaten meine Videos angesehen worden. Das kannst du auch. Jetzt kommen wir zu den sneaky Geheimtipps und die sind wirklich gut. Schnapp dir die ersten 7 bis 14 Sekunden deines Videos, um den Zuschauer, die Zuschauerin zu binden. Das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn schon mal jemand durch ein gutes Thumbnail auf dein Video geklickt hat, dann setze kein Intro an den Anfang. Auch ich klicke da weg, denn ich will den Inhalt des Videos sehen. Wenn du 10 Sekunden nur, und das ist sehr kurz, ein Intro hast, 50 Sekunden, manche haben 30 Sekunden Intro. Ich muss also 30 Sekunden sitzen, mir das ansehen und nächstes Video. Du weißt, was ich meine. Am Anfang dieses Videos habe ich das gemacht. Ich habe dir gleich erzählt, was auf dich zukommt, dich neugierig gemacht. Du lernst das und du, ich will mir das Video anschauen. Hätte ich 30 Sekunden, eine halbe Minute irgendein Intro daher gedüdelt, wärst du dann noch dran geblieben? Vermutlich nicht. Ich sollte sogar eigentlich das Intro, das ich später im Video bringe, auch gar nicht bringen, denn in der Zeit können auch Leute wegschalten. Aber zumindest habe ich am Anfang schon die Leute gebunden und in meinem Fall, in meinem Kanal, riskiere ich es, dass ich später bei meinem Intro, welches haben möchte, Zuschauer verliere. Das könnte sein. Besser wäre es kein Intro. Dann der nächste Trick. Baue etwas ein, auch gleich am Anfang, dass die Videos bis zu Ende geschaut werden. Denn ich habe dir am Anfang gesagt, später in diesem Video kommen die Geheimtipps und deswegen bist du vielleicht noch dran. Nicht nur, weil diese Geheimtipps auch wirklich richtig gut sind, sondern du hast eben auch diese Geheimtipps unbedingt sehen wollen, weil ich sie angekündigt habe. Das heißt, somit bekommst auch du, wenn du das magst, mehr Watchtime. Die Leute schauen deine Videos länger an und das ist Gold wert auf YouTube. Mehr wert als ein Klick nur auf ein Video. Also die Views sind nicht so viel wert wie die Watchtime, wie lange Videos geschaut werden. Ja, hier kommen die Geheimtipps nacheinander raus. Und der nächste ist vielleicht nicht so geheim, aber trotzdem einen Tipp, den ich niemals hier weglassen könnte. Mach einen guten Kanaltrailer und binde hier auch gleich am Anfang das Publikum. Du kannst nämlich bei YouTube, wenn man das erste Mal auf deine Seite kommt, deinen Kanal ins beste Licht stellen und dich präsentieren. Das geht mittels Kanaltrailer. Sieh dir da viele andere Kanäle an, die schon viele Follower haben und hier kannst du wieder viel abschauen von den anderen. Siehst du, 2020 YouTube, nur Vorteile. Dann der nächste Geheimtipp und ein Trick, der funktioniert, so bekommst du bis zu ein paar hundert Views mehr auf deine Videos, gib die Tags ein. Das sind diese Stichwörter, Schlagwörter, nach denen die Leute suchen. Ich habe es vorher erwähnt, YouTube ist eine Suchmaschine, so ein, wie die Leute suchen würden. Nicht nur, wenn du jetzt ein Video über ein Tennisspiel machen würdest und du gibst ein Tennis in diese Tags. Tennis, da gibt es Millionen Videos, da geht dein Video unter. Wenn du zum Beispiel lustige grüne Socken anhast und Comedy dabei magst, dann kannst du zum Beispiel eingeben, wie lustig ist Tennis spielen. Da gibt es nicht so viele Videos, aber du wirst viel eher gefunden. War vielleicht ein komisches Beispiel, weiß nicht, wer nach so einem Tag suchen würde, aber wenn ich ein Tutorial mache, wo ich Touristen zum Beispiel weglösche aus den Fotos, dann gebe ich bei den Tags ein, wie löscht man Touristen aus seinen Fotos, weil so viele Leute suchen und nicht Fotoretusche, Leute entfernen. Das funktioniert vielleicht auch, aber mir hat das so viel geholfen, dass ich immer die Tags so eingebe, wie die Leute suchen. Und das nächste, und das macht fast niemand am Anfang, deswegen sind die Kanäle zum Scheitern verurteilt, mache am Anfang mehr sachlichen Content, mehr sachliche Videos als Ego-Content.
Was ist das überhaupt? Sachlich, du löst ein Problem von anderen Menschen. Ich mache zum Beispiel ein Tutorial. Wir nehmen gleich das von vorhin. Ich zeige Leuten, wie man Menschen, Touristen aus Urlaubsfotos entfernt. Das wollen Leute lernen. Das sehen sie an. Hier haben sie einen Mehrwert. Ich sehe wirklich so oft, wie diese ganzen Peter Meyers dieser Welt und Max Müllers dieser Welt am Anfang auf YouTube Ego-Videos, Ego-Content machen. Ja, das klingt hart, aber was ist das? Videos, wo es um die eigene Person geht, ohne dass man noch berühmt oder etabliert ist auf YouTube. Zum Beispiel, wenn hier wirklich jemand ist, der Peter Meyer heißt, das ist jetzt nicht böse gemeint. Ich habe nur irgendeinen Namen zusammengebastelt. Aber stell dir vor, Peter Meyer macht eine Fahrradtour, ein YouTube-Video. Wer sucht nach Peter Meyer und wen interessiert es, ob Peter Meyer eine Fahrradtour macht? Genauso ich am Anfang meines Kanals. Wer würde suchen? Scott Wade Wilson geht im Pool baden. Niemand, weil Scott Wade Wilson ist nicht bekannt. Niemand interessiert sich für Scott Wade Wilson. Später schauen die Leute, wenn du wirklich viele Abonnenten hast, alles von dir an. Und du möchtest das vielleicht kopieren. Du siehst einen Kanal, wow, der ist aber sehr erfolgreich. Und dann gibt es diese Reaktionsvideos. Und XY-Kanalperson reagiert auf dieses Video, Reaktionen. Und du schaust dir dieses Video an, weil du findest die Person interessant und die ist schon bekannt. Deswegen klickst du drauf, du denkst dir vielleicht, oh, das funktioniert also so gut, so viele Leute schauen die Videos und ich mache einen Ich, Peter Friedl oder Peter Meyer, reagiere auf folgenden Hollywood-Film. Wer schaut das? Also hilf den Leuten am Anfang, egal welche Nische du ausgesucht hast, keine Ahnung, machst du kleine He-Man-Figuren oder Masters of the Universe-Spielfiguren, dann erkläre Leuten etwas, was sie nicht wissen, stelle das vor, das Produkt, die Sache, sachlichen Content, sachliche Videos, damit die was lernen und am Anfang, es ist einfach so, man ist uninteressant, deswegen auch bei den Tags, wo du ja 500 Zeichen hast, das sehe ich auch passiert, dauernd wird der eigene Name eingegeben, zum Beispiel Sigrid Müller und Sigrid Müller fotografiert, Sigrid Müller bastelt eine Schachtel. Niemand sucht nach Sigrid Müller, bastelt irgendwas. Und es klingt hart, ist aber so. Das sind verschwendete Tags, die so kostbar und so wertvoll sind, die du anders nutzen kannst, wie eben vorhin besprochen. Also, am Anfang mehr sachlichen Content, Tutorials, Videokurse, Sachen, die du vorstellst, die Dinge stehen im Vordergrund, nicht du. Später, wenn du mehr Follower hast, wirst du immer interessanter, dann kannst du mehr swappen, ausgeglichen oder auch mal mehr ich-bezogenen oder du-bezogenen Content liefern. Starte aber, nächster Geheimtipp, trotzdem, wenn das passiert, auch immer wieder mit dem Hintergedanken, dass wenn du wirklich groß wirst, du von Haus aus alles so aufbauen solltest, dass dir später nichts peinlich ist, dass dein Name richtig gewählt ist, hast du plötzlich 100.000 Abonnenten über Nacht und heißt Mickey Maus 3315 ABC. Ja, ich weiß nicht, ob das dann so schlau gewählt ist. Mach dir also da gleich am Anfang darüber Gedanken. Und dann noch der nächste Geheimtipp und der ist auch wirklich geheim, denn viele haben das nicht, das ist notwendig, aber das wächst auch mit der Zeit. Du wächst rein in deine YouTube-Rolle, du brauchst Persönlichkeit, du musst jemand sein und musst jemanden darstellen, nämlich dich selbst. Verstell dich nicht, das funktioniert in keinem Fall und sei du selbst, aber diese Ecken und Kanten, die du hast, lass die raus. Du musst ein Charakter sein, du sollst ein Charakter sein. Wenn du am Anfang schüchtern bist, ist das okay. Wenn du viele Videos brauchst, bis du dich akklimatisieren kannst vor der Kamera, ist das okay. Aber hier sind wir wieder bei dem Punkt. Das ist eigentlich alles ineinander gestrickt. Verbessere von Video zu Video eine Kleinigkeit. Und jetzt kommt das Allerwichtigste zum Schluss. Höre niemals auf, Content zu liefern. Sogar, und ich hoffe, das passiert nicht, sollte ich irgendwann mal keine Videos mehr posten. Hör nicht auf, gib nicht auf, niemals. Der Erfolg kommt irgendwann, aber er wird nicht kommen, wenn du aufhörst. Das beinhaltet Videos machen, wenn niemand zusieht. Videos machen, wenn niemand auf die Videos klickt. Videos machen, wenn du denkst, was ist los, das bringt doch alles nichts. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Videos verbessern, immer verbessern, wie schon tausendmal erwähnt. Und nie aufgeben. Ich kann es eigentlich nicht oft genug sagen. Ich müsste eigentlich hier ein Tattoo haben, damit du weißt, wie wichtig es ist, einfach immer weiterzumachen. Es dauert länger am Anfang. Es kann 1, 2, 3 Jahre dauern, bis du eine große Followerschaft, Abonnenten aufgebaut hast. Aber das ist normal. Natürlich gibt es ab und zu diese explodierenden Kanäle, aber das ist nicht die Regel. Du wirst vielleicht ein Jahr fast keine Video-Views bekommen. Und das ist normal auf YouTube. Also, wenn du dir erwartest, du hast von heute auf morgen 1000, 2000, 3000 Abonnenten,
dann bist du nach, keine Ahnung, 3-4 Wochen so frustriert, dass du aufgibst mit YouTube. Also, ich habe diese Einstellung, ich mache meine Videos, auch wenn niemand zusehen würde. Und ich ziehe das einfach durch. Ganz zu guter Letzt noch, was mir die meiste Freude machen würde, wenn ich nur eine Person da draußen inspirieren konnte, einen neuen YouTube-Kanal zu eröffnen. Wenn das so ist, schreib mir das in die Kommentare, das wäre wirklich eine enorm große Freude für mich. Und am Ende meiner Videos, wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann ist auch das neu. Die anderen, die schon mit an Bord an meiner oder mit auf meiner YouTube-Reise sind, die kennen sich schon aus, was kommt. Na, was kommt? Ja, exakt die Klappe. Nicht diese, sondern diese. Ja, willst du noch etwas anderes wissen, was ich hoffentlich beantworten kann, schreib es mir auch in die Kommentare. Und das nächste, ja, Abonnentenzahlen muss ich auch wieder ausbessern, mache ich das nächste Mal. Genau, am Ende meiner Videos, ich bettle nicht um Abos, dass du meinen Kanal abonnierst, denn das ist auf YouTube schon überstrapaziert, würde mich aber dennoch extrem, extrem freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, ist aber dein Leben und völlig freiwillig. Auch das Kommentieren. Also kein Zwang, Freude macht's trotzdem. Und hier kommt sie schon. Wie viel haben wir eigentlich jetzt? Irgendwann 238, sowas rum. Okay, ja, wir sehen uns bestimmt im nächsten Video. Das neue Mikrofon direkt neben das alte Mikrofon, selbe Position. Und jetzt schalten wir mal um. Der Ton des neuen Mikrofons. Ach, ich muss etwas reden. Ja, also hier haben wir das neue Mikrofon. Und so sollte es sich anhören, erkennst du eine Qualitätsverbesserung im Vergleich zum, jetzt kommt das alte. Und los. Hier haben wir das alte Mikrofon, das ich bisher verwendet habe. Ich hoffe, man kann einen Unterschied hören. Sag's mir oder schreib's mir in die Kommentare. Dankeschön.